An die mutigen 300 Schülerinnen und Schüler und sonstigen Menschen, die gestern Widerstand geleistet haben gegen eine Abschiebung von ihrem Mitschüler, dem 21-jährigen Aleph. Sicherlich ist das kein Einzelfall, aber ihr habt es zu etwas Besonderem gemacht. Zu einem Moment, in dem eure Solidarität stärker ist als die Repression. Zu einem Moment, wo für euch alle klar wurde, dass es eine Heuchelei ist, dass es Lügen sind, wenn die Bundesregierung behauptet, es wäre sicher, die Menschen zurück nach Afghanistan zu schicken. Ich bin mir sicher, alles, was dort geschehen ist, der vereinte Widerstand gegen diese Abschiebung, ist entstanden, weil so vielen Menschen auf einmal bewusst wurde, hier geht es um Leben und Tod von unserem Mitschüler. Und sie haben den Entschluss gefasst, Widerstand zu leisten. Das sehen wir auch auf den Videos. Wir sehen dort Menschen, denen klar ist, dass das USK, die Bayerische Spezialeinheit, gleich auf sie losgehen wird. Denen das klar ist und die es trotzdem in Kauf nehmen. Denen klar ist, dass es hier um mehr geht als um sie selber, um ihre Gesundheit. Dass es um mehr geht als darum, ob sie eine Anzeige bekommen. Und ich denke, deswegen sollten auch wir mehr tun, als uns nur gegen diese Polizeigewalt zu empören. Sondern wir müssen weitergehen. Wir müssen die Tradition, die in Nürnberg gelegt wurde, aufnehmen, wo gekämpft wurde gegen diese Abschiebung, gegen alle Abschiebungen nach Afghanistan und gegen Abschiebungen allgemein. Ich denke, wenn wir hier über Abschiebungen nach Afghanistan diskutieren, dann sollte es uns natürlich um das Aktuellste gehen, um den Anschlag, der vorgestern Abend in Kabul stattgefunden hat und über 80 Menschen in den Tod gerissen hat. Und heute wurde schon vermehrt diesen Opfern gedacht. Aber gerade ich, als junger deutscher Mensch, sehe es als meine Verantwortung, nicht nur diesen Opfern zu gedenken, sondern umso mehr den Opfern, die den Bomben der NATO und insbesondere den Bomben der Bundeswehr zu Opfer gefallen sind. Ich möchte auch mindestens ebenso sehr den Opfern des Kunduz-Massakers von 2009 gedenken, wo 140 Menschen in den Tod gerissen wurden von Bomben, die unter dem Kommando des deutschen Offiziers Oberst Klein standen, der ein Mörder ist, aber immer noch nicht verurteilt wurde. Ich sehe zwei Gründe, warum wir diese Fragen so aufwerfen müssen. Zum einen, weil die Bundesregierung behauptet, dass sie mit den Bomben in Afghanistan unsere Interessen als deutsche Bevölkerung verteidigt. Sie behaupten, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, was eine Lüge ist. Und diese Lüge dürfen wir nicht unbeantwortet lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Bundeswehr in Afghanistan und anderswo in unserem Namen mordet. Das andere ist, dass wir die Frage stellen, warum? Warum gibt es Millionen Menschen, die auf der Flucht sind? 40 Millionen Menschen sind auf der Flucht weltweit. Und nur ein Bruchteil davon ist hier nach Deutschland gekommen. Wir wissen, niemand sucht es sich aus, Flüchtling zu sein. Niemand verlässt seine oder ihre Heimat aus einem banalen Grund, sondern weil ihnen die Lebensgrundlage geraubt wird, weil sie keine andere Perspektive mehr haben. Die Menschen in Afrika verlassen den Boden, weil das Wasser anscheinend sicherer ist als das Land in Afrika. Und ich glaube, wenn wir wissen, wenn wir uns erinnern, wie viele Menschen monatlich im Mittelmeer ertrinken, dann sehen wir, was das für eine Situation sein muss. Ich denke, gegen Abschiebungen zu kämpfen, heißt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Menschen tatsächlich, wenn sie das wünschen, wieder in ihre Heimatländer zurückkehren können. Und das heißt, dass wir viel mehr tun müssen, als die Kriege zu beenden. Das heißt, dass wir alle Ursachen von Flucht bekämpfen müssen. Es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, um einem Menschen seine Lebensgrundlage zu rauben. Man kann ihnen Bomben auf ihre Häuser und auf ihre Dörfer, auf ihre Hochzeiten werfen. Aber man kann sie auch ausbeuten unter so brutalen Bedingungen, dass sie nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen. Man kann ihnen das Wasser rauben, sodass sie ihre Felder nicht bewirtschaften können. Man kann ihre Märkte mit Waren überfluten, die jede Entwicklung einer einheimischen Industrie verhindern. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Menschen ihre Lebensgrundlage zu rauben. Und gegen diese Möglichkeiten müssen wir einen Kampf führen.
Ich meine, wenn wir uns fragen, was ist es, das die Menschen in die Flucht treibt? Wenn wir nach den Schuldigen, nach den Verantwortlichen fragen, dann werden wir sehr oft den Weg finden zu den Konzernzentralen hier in Europa, zu den Konzernzentralen von Rheinmetall, der Rüstungsschmiede, von Nestle, dem Nahrungsmittelkonzern, von ThyssenKrupp, die vom Afghanistan-Krieg profitieren, ebenso wie Siemens, weil sie nun die Aufträge von der deutschen Bundesregierung zugeschachert bekommen, um ein Land angeblich wieder aufzubauen, das die Bundeswehr zuvor zerbombt hat. Heute hat die Bundesregierung erklärt, dass sie die Abschiebung nach Afghanistan vorerst aussetzen will. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis und wir wissen das alle sehr gut. Die Bundesregierung hat offensichtlich den festen Willen, die Menschen von hier abzuschieben, zurück in ein Land, das die Bundeswehr zerstört hat. Und das ist der Grund, warum unser Kampf nicht heute enden darf, warum wir uns nicht abspeisen lassen dürfen. Damit, dass nun die Abschiebung vorerst ausgesetzt wurde, dass irgendein neues Gutachten erstellt wurde. Was in diesem Gutachten stehen wird und wie die Bundesregierung es bewertet, das wird nicht zuletzt davon abhängen, ob wir weiter unsere Stimmen erheben oder ob wir verstummen und uns damit zufrieden geben, was sie uns hinwerfen.